Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Guide zu Assassin's Creed Valhalla und Geschenken. Geschenke, es gibt von Amazon und von Ubisoft Geschenke für euch. Und zwar wirklich, in meinen Augen finde ich wirklich sehr lohnenswerte Geschenke. Denn wir bekommen ein komplettes mythisches Set geschenkt. Also wirklich die komplette Rüstung. Dazu gibt es noch ein Speer dazu. Dazu gibt es noch ein Schild. Und das war es an der Stelle immer noch nicht. Wir bekommen auch noch ein Reittier. Dann bekommen wir auch noch einen Skin für unseren Raben, den ich übrigens mega genial finde. Den Skin muss ich gleich mal vorwegnehmen. Finde ich wirklich richtig gut. Und dazu dann halt auch noch Skins für unser Schiff. Also das ist wirklich alles mit drin. Also einmal so ein Rundum-Paket. Ich hätte noch gerne einen Bogen mit reinschmeißen dürfen. Ne? Wenn man schon Geschenke bekommt, dann doch gerne auch noch einen Bogen dazu. Da will man ja dann gar nicht so kleinlich sein. Was habt ihr zu machen, um das Ganze zu bekommen? Erst einmal habe ich euch natürlich den Link zur Webseite unten reingetan in die Videobeschreibung. Und das könnt ihr natürlich dann nur machen als Prime-Mitglied bei Amazon. Und wenn ihr es jetzt nicht seid und denkt, oh scheiße, ich habe keinen Bock auf das blöde Amazon Prime, nur um mir hier ein geiles Set zu holen, dann macht ein Probeabo und kündigt sofort. Also erstmal das Probeabo machen, holt euch eure Items ab und sofort, nachdem ihr das gemacht habt, ne, gar nicht lange drüber nachdenken, sofort wieder kündigen, weil sonst, das ist ja der Hintergedanke letztendlich dabei, dass ihr das Kündigen vergesst. Deswegen macht das wirklich sofort, denn eure Prime-Mitgliedschaft läuft dann trotzdem diese 30 Tage, nur dann ist es automatisch vorbei. Also daher kann ich euch das nur empfehlen. Ihr müsst dann euren Ubisoft-Account mit dem vom Prime Gaming verbinden. Das geht aber alles über die Webseite, ganz easy peasy. Ihr müsst euch dann dort nur mit euren Ubisoft-Anmeldedaten verbinden und das war's. Mehr ist da wirklich nicht viel zu tun. Dann soll innerhalb von 24 Stunden das Ganze bei euch ankommen. Ich selber habe das gestern Abend gemacht, habe dann nicht direkt in-game nachgeschaut, weil normalerweise geht das mit diesen Set-Items sehr, sehr schnell. Das kennen wir ja schon von Assassin's Creed Odyssey zum Beispiel. Auch da gab es Prime-Loot für Assassin's Creed von Ubisoft in Zusammenarbeit, besser gesagt mit Amazon, und das hat auch sehr gut funktioniert. Und auch hier war es jetzt so, dass ich das also gestern Abend gemacht habe oder besser gesagt heute in den frühen Morgenstunden und dann nach dem Aufstehen einfach mal nachgeschaut und die Items waren da und das Set sieht wirklich cool aus, finde ich jedenfalls. Wir schauen uns das jetzt hier einfach mal im Hintergrund ganz genau an. Wenn wir da zum Beispiel auf die Z-Boni schauen, das ist auch schon mal gar nicht so schlecht, ne? Was wir da haben, erstmal hier das komplette Set, so wie es aussieht, wieder komplett mythisch. Ihr braucht es nicht abzugraden. Wie geil ist das denn, ein komplettes mythisches Set mal eben gratis? So, jetzt schauen wir uns erst einmal ganz kurz natürlich von der Optik her an. Ich habe das natürlich auch so gemacht, dass wir es einmal männlich, einmal weiblich sehen. Einmal Eivor-Mann, einmal Eivor-Frau. So sieht es am jungen Herrn aus. Und was ich an dem Set richtig geil finde, ist, wenn wir jetzt die Kapuze aufsetzen. Kapuze auf und Umhang rum, ne? Also wie ihr dann nochmal so locker lässig den Umhang da über die Schulter holt und wir dann komplett hier gekleidet sind in rotem Samt oder was auch immer ganz genau das sein mag. Also ich finde, das sieht wirklich richtig geil aus. Ich finde, das sieht wirklich richtig gut aus. Gerade auf dem männlichen Eivor. Gerade auf dem männlichen Eivor macht das Ding richtig, richtig Eindruck. Beim weiblichen Eivor haben wir es hier. Da mache ich es meistens immer so, dass ich das Brustteil ausblende. Dann sehen wir so ein bisschen freien Bauch mit Tattoos drauf. Das sieht irgendwie, ja, ein bisschen weiblicher aus. Ein bisschen weiblicher als hier jetzt so komplett die Kriegerdame in fetter Rüstung, obwohl das ja eigentlich angebrachter wäre. Aber auch sie, wie gesagt, den Umhang cool über die Schulter oder besser gesagt halt komplett über die Schultern gelegt mit Kapuze auf. Das ist richtig cool. Und wenn wir sie dann abmachen, dann sehen wir da halt richtig die Kriegerin drunter, so einen richtigen typischen Legionär. Und da gefällt es mir eigentlich gar mit Kapuze besser. Aber das Set hat was und wie gesagt, es ist komplett mythisch. Das ist halt was auch tierisch dran begeistert an dem Set und für lau nimmt man das wahnsinnig gerne mit und ihr habt gleich zum Einstieg schon mal ein fettes Set, ne? Weil ihr auf mythisch abgegradet habt, das kostet halt eine Menge Rohmaterialien. Da ist wirklich eine ganze Menge drin und wenn wir dann gucken, auch hier Fähigkeiten Schaden wird durch Ausweichen vorübergehend erhöht. Wir machen also mehr Fähigkeiten Schaden mit dem Speer, wenn wir ausweichen, also kurz nach dem Ausweichen kriegen wir da eine Erhöhung. Normalerweise gibt es ja immer so kleine Zeichen, die das anzeigen, auch dass das momentan aktiv ist, habe ich bei mir leider nicht gesehen. Und bei der Rüstung ist halt richtig gut, haben wir wenig Gesundheit, wird unsere Rüstung erhöht, haben wir allerdings hohe Gesundheit,
kann unser Angriff erhöht werden durch Angriffe. Ja, genau, ist richtig. Durch erfolgreiche Treffer wird unser Angriff erhöht, wenn wir eine hohe Gesundheit haben, und bei niedriger Gesundheit, wenn es also sowieso schon schlecht läuft, kriegen wir dann obendrauf halt die Rüstung gepimpt. Also daher, von den Werten ist das wirklich gut, von den Set-Boni ist das gut. Und wie gesagt, als Waffe ein Speer. Ich kämpfe persönlich lieber immer eigentlich mit zwei Dolchen. Aber Speer hat zwischendurch halt auch wirklich seine großen, großen Vorteile. Natürlich gerade dann, wenn ihr halt einen Zweihandspeer dann halt auch zusätzlich mit Shield tragen könnt oder sogar zwei Speere oder was auch immer ihr dort ja bevorzugt, ist das schon gut. Und das Shield hat als Bonus Nahkampfschaden wird durch Blocken erhöht. Also wenn wir das Shield dafür benutzen, wofür es da ist, zum Blocken, dann kriegen wir auch nochmal mehr Nahkampfschaden. So sieht das Ganze hier so leicht im Einsatz aus. Passt einfach alles dran. Nehme ich wirklich für gratis ganz, ganz gerne mit. Und deswegen musste das Video auch einfach sein. Lasst euch das nicht entgehen. Das ist meine Meinung dazu. Natürlich gibt es andere geile Sets und so weiter, aber man hat sie doch gerne alle in der Tasche. Und wie gesagt, umsonst. Und vor allem halt, wie gesagt, ich kann es nicht genug stressen. Das Upgraden fällt weg. Dann haben wir hier, ja, ein normales braunes Pferd. Das ist jetzt nicht so der Burner irgendwie. Da ist halt ein Pferd. Aber was ich geil finde hier, schaut mal. Für unseren Raben einen Tauben-Skin. Unser Rabe wird zur Taube. Finde ich eine super tolle Idee. Finde ich wirklich eine richtig, richtig geile Idee. Komm, lassen wir ihr mal in die Lüfte steigen und schauen uns das an. Und wir haben hier echt so eine Standard-Fußgängerzone-Taube, sage ich einfach mal, wie auch immer. Finde ich total toll. Finde ich eine klasse Idee. Ich wusste gar nicht, dass sowas kommen wird, dass die halt auch wirklich das Tier ändern. Ich habe halt immer gedacht, es gibt halt Skin A, Skin B, Skin C, aber das Tier zu ändern, daraus auf einmal eine Taube zu machen, das nächste Mal ist es ein Wellensittich oder ein Kolibri oder was, keine Ahnung. Und dann haben wir hier natürlich noch das Equipment fürs Schiff, ne? Da haben wir dann natürlich einen eigenen Rumpf. Finde ich sehr, sehr schick. Definitiv, der Rumpf ist schick, das Segel ist okay. Da würde ich normalerweise lieber hier meinen Blutraben oder ähnliches durch die Gegend fahren. Die Schilde sind auch schick, sind ja passend zu England, sage ich mal, passend zu England. Ja, der Stevenkopf vorne, ja, ist okay. Und auch genauso hinten das Heck, das, wir schauen uns das gleich nochmal an. Kann man mit Leben auf alle Fälle, das kommt mir so ein bisschen vor, als würde ich zum Valentinstag fahren. Das sieht aus wie so ein Herzchen hier hinten, finde ich. Aber ist okay. Wir werden das gleich natürlich nochmal hier anschauen in Nahaufnahme, in einigermaßen Nahaufnahme. Wie gesagt, die Schilde, finde ich, die passen sehr gut nach England, ne? Ich habe es schon lange nicht mehr gesagt, nach England. Und auch wir selber in der Rüstung hier am Boot, finde ich, sehen toll aus. Ihr habt ein gutes Armor-Set, ich würde es mitnehmen, Leute. Lasst euch das nicht entgehen. Ich habe leider nicht sehen können, bis wann die Aktion läuft. Sowas ist ja immer begrenzt. Ich habe auf der Webseite, entweder war ich blind oder ich habe es nicht gesehen. Ich gehe mal davon aus, was, keine Ahnung, 2, 3, 4 Wochen oder so, wird wahrscheinlich die Aktion sein. Nutzt die aus, nehmt das Set mit nach Hause und ihr habt gute Set-Boni. Ihr habt es, wie gesagt, abgegradet. Ihr habt eine Taube. Wie geil ist das denn? Ihr habt eine Taube. Eine Taube. Ich finde es super, Sahne. Und hier die Schilde am Schiff, die sehen halt auch wirklich richtig gut aus. Und auch der Rumpf sieht gut aus. Also, meine Empfehlung hat das Set. Ich hoffe, das Video war für euch hilfreich, dass es euch gefallen hat. Wenn dem so war, lasst einen Daumen nach oben da, würde ich mich sehr darüber freuen. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann verpasst ihr hier weiter kein neues Video. Noch mehr Content ist on the way, sage ich, zu Assassin's Creed Valhalla und verabschiede mich von euch und sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye, keep gaming, euer Goodie.